Freunde, was geht? Willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ich bin ein bisschen krank, aber das ändert nichts daran, dass wir bald einen neuen Gaming-Room und ein Podcast-Studio hier haben. Ja, Freunde, genau das hier. Werdet gleich die Transformation sehen. Kann ja gar nicht glauben, dass das mein Gaming-Room werden kann. Und obendrauf noch ein Podcast-Studio. Es war alles verschimmelt und dreckig. Und jetzt erzählen wir euch, wie es später alles aussehen wird. Und hier die ganzen Kabel verdecken. Und hier kommt er noch so, oder? Wie ist das so? Ja, hier wird das so verkleidet und dann kommen wir noch über die Akustikpaneele. Ja, merkt euch mal, wie es jetzt aussieht, so richtig abgefahren. Guck mal, hier sieht man den Boden und so. Alles richtig, richtig. Aber die Fliesen sind noch aus dem 18. Jahrhundert. 18. Jahrhundert, ja. Was? Und zwar kommt hier eine Couch und hier eine Couch. Und ja. In der Mitte einen Tisch von mir. Für den Podcast halt. Und hier kommt immer die Kamera hin. Das ist immer so ein Film, dass wir hier einen Podcast drehen können. Und hier, wo du gerade stehst, Papa, kommt dann hier. Der ganze Gaming-Tisch mit den PCs und so, Steckdosen. Und da wird dann immer vielleicht gespielt mit dem Hintergrund. Dann sieht man hier die ganzen Pausen so chillig. Freunde, hier habe ich dann irgendwie erzählt, dass alles schon fertig war und so. Aber es war nicht mal annähernd fertig, also bleibt vom Ende des Videos und ihr werdet dann sehen, wie es dann am Ende schon aussehen wird. Ihr seht hier jetzt nochmal, wie es bis jetzt ungefähr aussieht. Ich wollte euch hier nochmal kurz zeigen, wie es bis jetzt aussieht. Wir haben hier unsere zwei PC, also unsere zwei Computer. Monitore. Und unser Mikrofon, Tastatur, der richtig satisfied ist. Ja, so sieht es bis jetzt aus. Und hier, der ganze Gaming-Room, die ganzen Tapeten wurden gemacht, Boden wurde gemacht. Und hier, wenn ihr mal die 100.000 auf YouTube habt, kommt hier mein Playbutton hin. Ja, und jetzt gehen wir einkaufen und wir brauchen hier zwei Couches und einen Tisch in der Mitte. Also, wir nehmen euch mit, dass wir am Ende seht ihr vielleicht, wie der Gaming Room dann fertig ist, oder? Ja. Wie wir das alles hier herrichten und so. Hier kommt auch ein Gaming-Stuhl. Bis dann alles fertig wird. Wie ihr den Ablauf jetzt sieht, das seht ihr alles im Video. Okay, let's go. Und wir machen ja Fantreffen mit Emma und so in Wien um 16 Uhr am 1. April. Also, falls ihr Zeit habt, dann kommt vorbei. Wir haben das gerade noch bei der Post abgeholt. Und jetzt würde ich sagen, wir fahren jetzt weiter. Dann sehen wir uns dort. Ja, let's go. Jetzt. So, meine Freunde der Sonne, wir suchen jetzt hier. Wir brauchen, was brauchen wir? Wir brauchen erstmal zwei Couches. Wo sind hier die Couches? Hier. Ostereier? Nein. Überraschungseier. das ist nicht lustig. Passt nicht einfach. Wenn ich du wäre, würde ich die Rolltreppe verkehrt runterlaufen. Okay, egal, du bist so lustig, Digga. Na mach. Das ist so ohne. Kommt eine fette Frau, da komme ich nicht vorbei. Entschuldigung, ich komme da nicht vorbei und dann muss ich mich. Das hast du jetzt nicht gesagt. Er schneidet mir raus. Ich überlege mir gerade, ob ich in dem Gaming Room diesen fetten Hund mache. Ja, dann ist halt für sonst nichts mehr Platz. Boah, sieht das geil aus, Digga. 5000 Euro? Ja, nur 5. Nur 5000 Euro, die. Also, welche Farbe? Welche Couch suchen wir, Mama? Welche Couch? Ich glaube, irgendwas Helles, so in Weiß Helles. Oder Beige. Okay, so, ich bin für die. Aber nicht in dem hässlichen Grün. Warte, die, ihr müsst euch vorstellen, okay, ein bisschen Vorstellungsvermögen. Die da in diesem Beige da. In diesem Beige, ob das geil aussieht. Das eigentlich bin ich für die. Ja, die perfekte Couch wäre eigentlich die, aber die ist viel zu fett. Freunde, wir haben nichts gefunden, weil die Größe passen nicht. Also es sind alle über 1,95. Wir brauchen nur so eine kleine, chillige, aber es gibt's einfach nicht. Oder es gibt hier nichts. Aber. Deswegen kommen wir. Wir fahren jetzt zu Ikea. Digga, ich will jetzt einfach nur eine richtig geile Couch finden. Du willst vorher was essen. Und was essen und Tisch holen. Das waren noch Zeiten, wie du da drinnen gespielt hast. Ja. Dann waren wir noch lecker, lecker essen. Hab mir so richtig geile Tortellinis geholt, das war so unfassbar gut. Und Suppe und Tiramisu und das Apfelkuchen und so alles. Aber Mama und ich waren schon richtig motiviert, gleich eine richtig geile Couch zu finden. Und das ist das beste Essen, was ich gegessen habe. Und dann hat meine Mama die perfekte Couch gefunden. Ich hab schon gekauft. Echt jetzt? Ja. Welche? Da hinten. Die weiße? Ja. Das ist schon angenehm, ja. Ja? Und das ist ein bisschen in Schmäler. Jetzt willst du einen Tisch aussuchen. Ja, welchen? Einen schwarzen Tisch. Einen schwarzen Tisch, ja, das machen wir. Der hier? Bey, außergewöhnlich. Freunde, wir haben dann diesen Tisch geholt. Der sieht so krass aus. Vertraut! Dann hat mich meine Mama wieder gefragt, wenn ich du wäre, würde ich mich da reinlegen. Es ging komplett schief, weil da kam eine Mitarbeiterin und hat mich rausgeschickt. Okay, warte. Wir haben hier noch Pflanzen gekauft. Oder noch nicht gekauft. Wir schauen erstmal, wie das aussieht. Eins fehlt noch. Ja, ich glaube, es sieht cool aus. Yes, und die haben wir dann auf jeden Fall mitgenommen. Wir haben jetzt alles von den Regalen abgeholt, oder ist das alles? Wir ja, das ist noch, alles. Wir brauchen noch zwei Couches, aber die holen wir dann von dem Ding dort ab, oder? Hast du abgenommen? Nein. Weiter. Ja. Überanstreng dich nicht. Tschüss. Freunde, wir gehen jetzt die Couch abholen. Und?
Crush? Ja, mein Crush, guck da. Warten, machen wir jetzt noch einen Outfit-Check. Das ist mal New Balance in weiß-grün. Jeans von Bershka und auch das ist von. Sicherlich nicht mehr, das ist nur was für das, Digga. So, meine Freunde, Sonne. Das ist hier das fette Paket, Digga. Und das muss auch noch reinbekommen. Alles in diesem Kofferraum. Haben wir da irgendwo Platz drin? Nö. Ii, wie dreckig ist das Auto eigentlich? Reinigt und gesäubert. Ja, wir kriegen ein neues Auto. Aber das müssen wir reinbekommen. Irgendwie. Let's go. Viel Glück, Tobi. Der hat uns alles geholfen. Es hat irgendwie reingepasst. Wir haben einen Karton hier an der Seite weggenommen. Das Teil. Und jetzt passt. Guckt mal, meine ganze weiße Hose dreckig. Freunde, wir haben jetzt alles eingerichtet. Vom Sofa bis zum Mikrofon bis zu den Pflanzen. Es ist fast alles fertig. Ich kann es euch mal zeigen, ne? Ich sage euch dann auch die Kosten, wie viel das alles gekostet hat. Ich werde es euch alles auflisten. Und dann, boah, Digga, sieht einfach geil aus. Aber es ist immer noch nicht ganz fertig, müsst ihr beachten. Also, Freunde, hier hat man erstmal das Gaming-Setup so. Hier kommt noch ein Gaming-Stuhl hin, den müssen wir auch noch kaufen gemeinsam. Vielleicht kommt dann ein zweites YouTube-Video darüber. Hier kommen wir dann weiter zu den ganz geilen Pflanzen, die wir auch dort gekauft haben. Und hier unsere Podcast-Ecke, weil meine Mutter will einen Podcast machen. Nämlich hier mal zu Gast und dann sitzen wir hier. Und hier oben kommt dann der YouTube-Play-Button hin. Bitte Leute, das müssen wir schaffen, 100.000 Abonnenten. Ja. Also so sieht er bis jetzt ungefähr aus. Und da oben kommt dann noch LED-Lichter hin. Das wird so richtig geil. Also ich mache da wahrscheinlich noch ein paar zwei oder so. Aber jetzt zähle ich euch erstmal auf, wie viel das alles gekostet hat. Also dieses Mikrofon hier mit dem Ständer hat 190 Euro gekostet. Dann gehen wir pro Computer, hat es auch nochmal 180 gekostet. Also 180, 180. Ich habe gerade nochmal geschaut, die Tastatur hat 67 Euro gekostet. Dann haben wir hier noch im Hintergrund, haben wir hier dann immer zwei Lichter stehen. Pro Licht haben wir auch nochmal, warte, ich muss nochmal kurz nachschauen. 40 Euro pro Licht, dann haben wir hier ein Licht ungefähr stehen. Also insgesamt 80 Euro. Die Maus hat 30 Euro gekostet. Und dann haben wir hier noch so eine Kamera gekauft für den Twitch-Livestream. Die hat dann hier 110 Euro gekostet. Dann gehen wir weiter zu dieser Pflanze hier. Das hat insgesamt 80 Euro gekostet. Hier dieser PC, das war einer der teuersten Investitionen. Der ganze PC hat 1800 Euro gekostet. Ich kenne mich nicht aus mit den PCs. Wir haben einfach den besten geholt. Ich weiß nicht, wie viel ein PC normalerweise kostet. Aber den haben wir jetzt einfach geholt. Also für die zwei Sofas haben wir 638 Euro gezahlt. Und für die zwei Tische hier, für die haben wir insgesamt 100 Euro gezahlt. Und die Mikrofone, pro Mikrofon 213 Euro. Also sind bessere, die hier, die zwei, als das da. Und Freunde, jetzt haltet euch fest. Für die ganzen Renovierungen, also plus die Teppiche, plus alles abdingsen, keine Ahnung, wie das alles heißt. Plus diese Dinger, ne, und plus die ganzen Teppiche kaufen und so und alles schön machen, hat insgesamt 2500 bis 3000 Euro gekostet. Ihr müsst euch mal erinnern, wie der Raum vorher aussah, ne. Dazu habe ich dann auch noch die Nebenkosten gerechnet, ne, weil ich habe hier ein paar noch Sachen noch nicht gezeigt. Wie zum Beispiel hier die Mikrofone da unten. Wir haben noch mehr Mikrofone gekauft, damit habe ich jetzt ungefähr 230 Euro dazu gerechnet. Ja, Freunde, ganz vergessen zu sagen, die Lichter werden auch noch ausgetauscht hier, ne? Die zwei Lichter, die sehen ja komplett hässlich aus. Und Freunde, ich zeige euch mal jetzt, wie es aussieht, während wir streamen, okay? Oh, Leute, so wird es ungefähr aussehen hier mit meinem Mikrofon. Habe ich dann auch so ein Licht aufgestellt mit der Couch, Pflanze. So wird es ungefähr aussehen, Digga, sieht mies geil aus. Aber da oben kommen auch noch LED-Lichter hin, dass es so richtig geil aussehen würde. Lichter werden ausgetauscht. Also streamen wird hundertprozentig krass. Und der Raum ist ja noch nicht ganz fertig, weil wir da oben noch LEDs machen, bla bla bla. Es kommen immer noch irgendwelche Sachen dazu. Aber das rechne ich jetzt einfach nochmal nicht dazu. Hier seht ihr den ganzen Gesamtbetrag, wie viel der ganze Raum gekostet hat. Ich rechne euch später alles gemeinsam zusammen. Aber dafür habt ihr dann immer einen geilen Twitch-Livestream hier mit mir und mit meinem Papa. Und hier immer geile Podcast-Folgen. Also ihr müsst auf jeden Fall den Podcast dann anschauen von meiner Mutter. Der ist noch nicht draußen und dann auf jeden Fall Twitch. Da heißen wir Familyverse. Ihr könnt uns auch schon mal folgen. Also Freunde, wenn euch das YouTube-Video gefallen hat, dann abonniert uns gerne mal und gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen hoch. Ja, abonniert uns und hier seht ihr noch die neuesten Videos, die könnt ihr euch gerne anschauen von Emma und mir, wie wir uns vielleicht geküsst haben. Und hier, wenn ich du wäre und hier unten die Route von uns, okay? Also schaut ihr auf jeden Fall an und abonniert uns, wir sehen uns. Das Gaming Room wird noch cooler, vertraut. Wird richtig geil.